Herzlich willkommen zurück zu Factorio mit mir, dem Drake. Und mir die Manti, und ich bin immer noch erkältet. Ja, so eine Ja. 12-Sekunden-Kur wäre zwar übelst cool, aber ich Ja, glaube, es aber ist. die Leute, die das hier ansehen, sehen das einen Tag später. Wow, aber ich glaube, es ist Ja. heutzutage kein Geheimnis mehr, dass man nicht immer sich trifft wegen einer Aufnahme. Also, Ja, wer weiß. kann man machen. Ich muss zugeben, bei Fallout habe ich auch manchmal auf den letzten Drücker aufgenommen, aber das ist auch ein Solo-Projekt. Aber ich habe jetzt auch gerade gemerkt, dass ich beim Aufnehmen der letzten Folge teilweise einfach völlig überhaupt nicht da bin. Das ist super. Das ist sicherlich ein Schauspiel. Das, also nicht schön, aber selten. Ja, die letzte Folge heißt für mich auch nicht ohne Grund Rat und Planlosigkeit, weil auch ich renne einfach die ganze Zeit durch die Kante und staune über meine Flugroboter. So viel mehr Sinnvolles habe ich eigentlich nicht getan. Meine wird einfach heißen Sprengstoff. Und Weil Sprengstoff. leider haben sie immer noch nicht den Bug gefixt, dass Flugroboter ihre Baupläne vergessen und jetzt sieht es hier oben aus wie Dresden 45. Das ist aber ein harter Vergleich hier. Ja, hier fehlt halt überall, hier fehlt halt alles überall. Sieht echt ein bisschen aus wie. So. Ja, der Vergleich war vielleicht ein bisschen hart. Nö, ich mag den. Ich sag mal hart, aber nicht minder angebracht. Wie das hier aussah, ich planiere jetzt einfach alles mit Beton. Wie viel Beton haben wir? Alles. Alles hier unten erstmal in der Gegend. Alles Ich habe meine erstmal in der Katze Gegend. erschreckt. Achso, mit alles. Ja, ich hatte Nimm gerade mir den meinen Husten. Geistesblitz. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ey Leute, das ist 40 Sekunden her und ich hätte fast meinen Geistesblitz von letzter Folge vergessen. Wie ich hier unten mein Dilemma und Debakel gelöst kriege. Und Da zwar kommt gerade tauschen so ein wir. Schwarm Logistikroboter vorbei, wie so ein japanischer, chinesischer Drache hier, irgendwie so eine Drachenprozession. Kamen die wie so ein Schwarm vorbei, ist saugeil. Tausche ich das hier in eine passive Nachfragerkiste, die ab sofort Elektromotoren verlangen wird. Das Ganze Ich hasse mein Leben. Nein, nicht doch. Wird hier leicht angepasst. So. Damit kommen die jetzt nicht mehr zweispurig, was aber sowieso, glaube ich, von vornherein nicht geplant war. Ich hasse mein Leben nicht mehr. Damit kriege ich jetzt hier. Dann kriege ich das hier lang. Hier werden Elektromotoren produziert. Und zwar ist hier noch Platz für mehr Elektromotoren. Das hilft ja schon mal. Ich brauche mehr blaue Fabriken. Liste, du führst doch so eine coole Liste. Fabriken müssen wir automatisieren. Fabriken selbst automatisieren. Ja. Fabriken, die Fabriken bauen. Und vor allem die Fließbänder. Wir müssten eigentlich nach und nach diese ganzen gelben Fließbänder durch. Na, blaue sind, glaube ich, teuer. Ich glaube, die kosten pro. Ja, aber da sind die Module mit drin. Nein. Achso, nee, in den gelben, sorry. Nein, die gelben sind die langsamsten. Ach, die gelben Fließbänder, ich weiß noch bei Fabriken, sorry. Ja, genau. Also die Fabriken, da würden mir die blauen durchaus reichen. Module müssten wir eh irgendwann automatisieren. Und ja, aber wir haben gar keine Eisenstellen und nix. Wir müssten halt echt jetzt langsam erstmal oben noch ein Eisen platt machen. Also ein paar Gegner an dem Eisen da platt machen. Ich gönne mir auf jeden Fall erstmal noch ein paar Elektromotoren. Gönnst du dir? Ich gönne mir. Es tut uns hier leid. Sollte ja jemals dieses Let's Play gucken. Es tut uns wirklich leid, aber nimm es einfach als Als Hommage. Hommage. Genau, als Hommage an eine geniale Namensfindung. Ich kann auch nicht mehr anders, ey. Sobald es irgendwas Gutes gibt, auch das gönne ich mir. Ja, ist nicht schlecht. Er ist ja auch irgendwie selbst schuld. Er hat sehr aktiv gelebt in seinen Let's Plays. Wie schöne Ja. Let's Plays. Mahatma, gönn dir, meine Damen und Herren, für alle, die nicht wissen, von wem wir reden. Wir reden von ihm. The one and only. Nein, das ist doch. Ah! Kurzer Du Gefühlsausbruch. hast es kaputt gemacht. Nein, aber es ist wieder so typisch, dass das hier hinten und vorne und nebendran auch nicht passt.
Was ich jetzt hier für einen Krüppel bauen muss. Nee, das wird. Fuck! Hinten und vorne so nicht passen. Das hört sich schon fast irgendwie ein bisschen schmerzhaft an, was. Egal was du da machst, das hört sich schmerzhaft an. Wow. Wow, wow, ich bring den. Wow, ich bring den. Den Wow? Ich bring den I don't know what I'm doing 3000. Also, jetzt folgendes, Leute. Jetzt geht's los. Wir ruppen hier ein bisschen was weg. So. Hoffen, dass das Band bis darunter reicht. Okay. Dann kommen wir bis hier hin. Können dann hier unten drunter lang. Und quasi so hier die letzte Fabrik auch noch mit Lubrikanten versorgen. If it looks stupid, but actually works. It ain't stupid. Ich bin immer noch den Namen Lubrikate ein bisschen anrüchig. Ja, na und? Schmiermittel ist besser. Kommt auf den Verwendungszweck. Behaupte ich. Wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass im Falle des Falles, in diesem Fall, die Lubrikate nicht auch ihren Zweck erfüllen würden. Die Schmiermittel. Also. Würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber hm. Es könnte sicherlich mal jemand von Mythbusters hinsetzen und das testen. Die Lubrikate sind auf jeden Fall hitzeunempfindlicher, sollte man es mit der Reibung, ich glaube, wir schweifen ab. Doch ein bisschen übertreiben, ja. Ich glaube, wir sind abgeschwiffen. Abgeschweift? Womit wir wieder beim Thema werden. Ja, genau. Hast du wieder abgeschweift, oder was? Mein... Du hast Schweif gesagt. Gott, das Niveau, ey. Ich glaube, das ist gerade unten im Keller und gräbt sich ein Loch. Oder freut sich ein Ast, je nachdem. Ich glaube, es gräbt sich ein Loch. Ja. Und schon stapelt sich auch instant... Wie schaut das denn hier aus? Wo? Über so Flugroboter und alles ist irgendwie lila. Lila? Ja, weil die Flugroboter da irgendwie das Zeug hinbringen. Ah ja, das sind geplante Betonplatten. Ja, aber das ist halt alles hauptsächlich lila. Ja, weil es halt einfach nicht hinterherkommt. Wir haben 36 von den kleinen. Und so viel Beton habe ich halt auch langsam einfach gar nicht mehr. Dann werden unsere Steinminen jetzt erstmal wieder richtig in Wallung kommen, weil das Ganze, weil der ganze Beton raus ist. Weil ich dachte mir hier, dieses Zentrum betoniere ich schon mal. Weil ich hier einfach so oft lang laufe und so gerne schnell laufe. Und deswegen, ich habe da jetzt einfach so einen kleinen Bauplan. Der da einfach einen Beton. Kleinen Bauplan, sagt er. Ja, das ist der Bauplan, mehrfach kopiert. Für alle, die es nicht wissen, das ist mein Bauplan. Kann man eigentlich Baupläne nochmal umändern? Oh ja, mit Rechtsklick kann ich ihn blanken. Ja. Und dann würde ich nämlich doch lieber anfangen, hier so eine Art Wegbauplan zu nehmen. Hier so. So halt. Reicht mir. Kleiner Wegbauplan. So. Nicht so übertrieben wie hier. Wieso zur Hölle kriegt der hier keinen Schwefel? Das verstehe ich jetzt nicht. Flugrobotergeschwindigkeit muss doch irgendwie noch fehlen. So, übrigens fehlt ja hier noch Plan 2, Teil 2, 3 und 4 meiner Gedanken. Nee, check ich nicht. Lass ich es aber auch so. Und zwar. Ist das Band jetzt hier definitiv beendet, aber wir haben Elektromotoren. On the run. Wo soll ich denn dir deinen Panzer hinstellen? Nach Norden irgendwo. Sir, wo darf ich Ihren Panzer liefern? Nach Norden. Liefern Sie nach Norden, Watson. Sehr wohl, Sire. So, das heißt, wir könnten uns tatsächlich... Gewöhne ich da gefälligst nicht dran, ja. Wir könnten tatsächlich alles anfliegen lassen für eine erweiterte Elektrobaugeschichte. Elektromotorengeschichte. Und könnten dieses Band quasi... For the Glory of Satan hier runterführen. Nicht For the Glory of Edgy. Ich finde Edgy super. Gucken wir doch mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, ohne alles zu breaken dabei. Du hast Drake, nicht Break. Da steht ein Panzer. Irgendwo im Norden. Jetzt habe ich genau verkehrt rumgedrückt. Das wollte ich jetzt nicht aufnehmen. Ja, now we have a host. It's ja, jetzt okay. Wisst ihr, wie ich mich den ganzen Tag anhöre. Ja,
Ich sehe schon 2, 3 Follower flöten gehen, das wäre dann immerhin 50% vom Kanal. Und 100% von Factorio-Zuschauern. Tada. Okay, got this shit down here. And back here. And down here again. Gut, next. No! Die brauchen für eine Panzergranate Stahlträger. Na komm, da haben wir doch bestimmt irgendwo noch welche auf Tasche, ey. Was ich nicht auf Tasche hab. Ignorieren wir doch aber auch mal die normalen, oder nehmen wir direkt die exklusiven. Ja. Unterirdische Fließbänder könnte man übrigens auch mal automatisieren. Ah, oh man, irgendwann kümmere ich mich immer um die Fließbandproblematik, aber jetzt gerade kümmere ich mich lieber um die. Ah! Flugroboterproblematik. Okay, wie bringe ich jetzt den Sprengstoff von da oben? Was brauche ich noch? Sprengstoff? Ich glaube Kunststoff und Stahl. Immer dieser Stahl, hey. So, hier kann ich jetzt also noch Fluggestelle produzieren wie ein Wahnsinniger. Die Frage ist, wie kriege ich die Fluggestelle wieder hier hoch? Rauskriegen tue ich sie hier auf keinen Fall. Obwohl, wenn ich das Band andersrum laufen lasse. Guck mal, du kannst doch nicht einfach das Band andersrum. Oh, doch. Shiny. Aha. Doch, ich kann und ich werde. Oh, this will be getting awkward. Oh, was war das? Das war bestimmt wichtig. Oh ja, das war ein Greifarmerino. Der war wichtig. Ich komme vermutlich nicht von hier. Doch nach da. Das ist so gut. Es sieht fast so aus, als ob ich das alles geplant hätte. Natürlich habe ich das alles in jahrelanger Kleinarbeit. Vor dem Let's Play quasi. Nicht geplant. Wo kann ich mir denn dahin, wenn ich noch anfangen würde, Dinge zu planen? Also. Bitte. Ich bin kaum in der Lage, mich an meinen Sendeplan zu halten, an meinen eigenen. Ich bin gerade verwirrt, wo die Kiste. Ich suche hier eine Kiste. Ach so, die befindet sich jetzt da oben. Das ist natürlich genau richtig. Alles okay. Das heißt, ich kann jetzt hier unten anfangen, mehr Fluggestelle zu produzieren. Die dann hier hinten auf das Band laufen. Und da unten mehr Flug. Wo hast du das letzte Mal nachgeschaut, wo das Zeug produziert wird? Die Sprengstoff und sowas. Wenn du E drückst, kannst du bei der im Bereich Zwischenprodukte siehst du unten den Sprengstoff. Zweite Reihe, vorvorletzte Spalte. Wenn du drüber gehst. Ja, okay, gut, aber das Problem an der Sache ist, ich brauche jetzt. Also das heißt, alles andere wird dann hergestellt, wahrscheinlich in Fabriken ganz normal, oder? Mhm. Sehe ich das richtig? Gut. Laserturm-Feuerrate, here we go. Ja, also ich habe hier schon wieder ein paar. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Ihr sollt alle Fluggestelle produzieren. Ach, Fluggestelle. Dazu noch ein paar Greifärmchen rein. Und, ups. Greifärmchen raus. Oh, ich habe keine. Wow! Haben wir eigentlich blaue Greifarme im System? Vermutlich nicht, oder? Wir müssten gelbe haben. Die helfen mir aber nicht. Ah, dann geht's die Produktion schneller. Ich habe noch ein paar gelbe, oder? Und ich habe auch keine gelben mehr. Ich lasse mir mal. Lass mir mal was. 50. Kann ich mir nicht bringen lassen? Warum nicht?
Ja, jetzt. 50 lasse ich mir mal bringen. Ach komm, 100, die brauche ich so oft. Ach ja, ich wollte zwischendurch mal gucken, was ich eigentlich für Lampen brauche. Das war doch super billig. Elektronische Schaltkreise, Eisenstangen und Eisenplatten. So super billig ist das gar nicht. Fällt ihm jetzt auf. Ja, dazu müsste man halt, also elektronische Schaltkreise kann man anfliegen lassen, aber braucht dazu irgendeinen relativ unverbrauchten Ort Eisen. Immer noch ein bisschen die Lücken auskleistern, die entstanden sind. Dadurch, dass die Baupläne gerne mal verschwinden. Auch so Baupläne braucht man Urlaub. So, sobald der erste Schwarmlogistikroboter hier unten angekommen ist, um Sprengstoff zu liefern, denke ich, wird das Ganze hier ganz freundlich werden. Hey, Sprengstoff. Du hast Sprengstoff gesagt, hey. Haha, und ich meine damit Sprengstoff. So. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon ein ordentliches Stück betoniert. Darauf läuft man halt einfach wunderbar schnell. Kommt einfach ein bisschen schneller von A nach B. Eigentlich sollte man sogar, denke ich, ein Auto irgendwann mal investieren. Aber jetzt nicht. Manchmal im Leben sollte man in ein Auto investieren, ja. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwo Eisen abzweigen kann. Also ich hätte halt gern schon Eisenplatten. Die lassen wir uns doch eh die ganze Zeit bringen. Das heißt, wir machen jetzt mal was Gewagtes. Oh, naja, vielleicht, also mitten rein ist ja gut, aber vielleicht nicht mitten rein. Wir produzieren jetzt automatisiert Sprengstoff, also Panzergranaten, explosive Panzergranaten. Sind Ist die das auch nicht direkt in geil? der Anbieterkiste? Natürlich. In eine passive Anlegekiste. Siehst du, bist gerade dran vorbeigelaufen. Ich stehe hier drüben. Ach, Tada. da. Ja, dann nutze ich doch einmal mal den Space. Und guck, was ich jetzt noch brauche. Elektronische Schaltkreise, Eisenplatten und Eisenstangen. Eine Ach, herrlich. Eisenstange braucht wahrscheinlich Eisenplatten, oder? Ja. Das heißt, du stellst Eisenstangen her. Und fährst sie dann hier rüber. Dafür brauche ich Eisenplatten, hierfür aber auch. Das heißt, so. Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, oh ja, das haut ja eigentlich ganz gut hin und so. Die Sache ist bloß die, dass jede Panzergranate, jede Explosive, ich glaube, viel Sprengstoff benutzt oder benötigt. Und da will ich denen doch lieber ein bisschen Puffer geben. Weil da habe ich jetzt irgendwie 4 zu 2. Ich weiß aber nicht, wie die Dauer der Produktion ist. Könnte sein, dass das auf Dauer nicht sauber läuft. Naja, mal gucken. Aber wir haben eine weitere Möglichkeit gefunden, unseren Kunststoff mal loszuwerden. Ja, Kunststoff loswerden ist nie verkehrt. Hier drinne sollst du mir produzieren Eisenstangen und hier drinne dann automatisiert Lampen. So, passiver Jetzt Nah. tun tatsächlich zwei unserer Kunststofffabriken mal vollständig was. Und wir reden davon, dass diese drei Fabriken die komplette Produktion, alles, was wir irgendwo an Kunststoff jetzt sehen, allein liefern. Bin Okay. schon ein bisschen stolz auf die. Zack, ihr sollt Stahlplatten herholen. Die Stahlplatten kommen dann Eisen da oder Stahl? raus. Eisenplatten da raus, hier rein. Hier rein, da rein. Und du brauchst zusätzlich noch elektronische Schaltkreise und anderen Kram. Und ich brauche schon wieder blaue Greifarme. Die müssen auch unbedingt automatisiert werden. Oh, da kam der zweite Safe. Ja, der zweite Safe hat recht. Aber den Gedanken führen Ja, wir wir jetzt sind noch gleich zu Ende. fertig. Der Also, was habe ich heute Gedanke geschafft? wird Ich habe geführt. den Sprengstoff in Panzergranaten verwandelt. Irgendwie komme ich da in letzter Zeit zu nichts. Wo sind denn jetzt wieder? Ah, hier. Na, nicht den Bauplan.
Also folgendes ist der Plan. Hier oben sollen Stahlplatten angefordert werden. 300 Stück, to have a few. Dann geht das da rein, kommt da raus, dann kriegst du hier die Stange, gell? Und dann brauche ich hier nochmal Stahlplatten. Und stelle fest, dass der ungünstig steht. Den stellen wir also nochmal um. Und hier brauche ich die grünen Dülchen. 200 reichen da. Und du kannst aufhören, sobald du eine ganze Reihe Lampen produziert hast. Wow, da kommt einfach eine Ja, so eine Armada mal Armada. wieder. Ja. Yay, Eisenplatten. Und da haben wir die ersten Lampen im System. Haben wir das also auch noch? Wow, da kommt einfach eine Diese Armada und stopft. unendlichen Mengen an Flugrobotern. Junge, Junge, Junge. Ganz schön was los im Flugverkehr. Wie viele sind denn eigentlich gerade in Benutzung? Boah, wir müssen unbedingt mehr Akkus reinknallen, weil die sind zu schnell voll. Die sind jetzt schon voll wieder. Was? Energieerzeugung haben wir. Wir haben eine Energieerzeugung von 60 Megawatt. Allerdings ist diese Energieerzeugung gerade mal ein Drittel von dem, was wir tatsächlich zur Verfügung hätten. Und was sagt uns das jetzt? Ich soll mir Akkuparks bauen, oder? Genau das. Ja, was hältst du Schauen wir mal. davon, wenn wir das in der nächsten Folge in Angriff nehmen? Können wir machen. Machen wir so. Macht's gut, bis zur nächsten Bis dann. Folge. Ciao, Ciao. ciao.